1:1, das heutige Resultat zwischen Luzern und GC. Bei mir ist der Goalschütz, der Stefan Andrist. Ja, Stefan, das erste Goal hast du geschossen und am Schluss 1:1. Was ist dein Fazit? Sicher enttäuschend. Wir haben viele Chancen gehabt. Ich hatte viele Chancen gehabt, leider nicht rein in die zweite Halbzeit. Aber ich sehe wieder eine riesige Steigerung, was wir jetzt bieten. Und ja, so können wir weiterfahren. Du sagst, es haben riesen viele Chancen gehabt. Auch du könntest allein Spiel entscheiden. Wie hast du gesehen? Ja, es ist ja so, erste Halbzeit zwei Chancen mit dem Kopf, die ich machen sollte. Und da die zweite auch. Aber ich sehe, es ist gut, wir kommen zur Chance. Jetzt müssen sie nur den nächsten Sonntag rein. Trotzdem, wir haben nicht verloren, haben einen Punkt geholt gegen den zweiten. Das gibt Moral für nächstes Wochenende. Ja, sicher nicht verloren, aber wir wollten die drei Punkte hier lassen. Und das haben wir nicht geschafft. Man ist enttäuscht, aber es geht weiter. Wir haben gemerkt, heute ist wieder eine Mannschaft am Werk. Wie war die Umstellung möglich? Ja, wir trainieren seit zwei Wochen super mit dem neuen Trainer und das sieht man auf dem Platz. Okay, merci Stefan Andrist und gratuliere zum Punkt. 1:1 also das Verdikt am heutigen Nachmittag hier in der Swissport Arena. Einmaliger Ort, einmalige Musik, ein einmaliges Erlebnis. Il Divo, das weltbekannte Klassik-Crossover-Quartett, begleitet vom Christoph Walter Orchestra, kommt am Samstag, 15. Juni 2013 für ein exklusives Open Air in Swissport Arena nach Luzern. Tickets und VIP-Packages gibt es im Vorverkauf auf www.typhoonmusic.ch. Präsentiert von Tele1, Radio Pilatus und der neuen Luzerner Zeitung.